Herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekiste.de. Ich war an einem Daikin-Kaltwassersatz. An dem haben wir schon länger eine Undichtigkeit gesucht und deswegen haben wir Kontrastmittel eingefüllt. Und ich möchte die Möglichkeit nutzen, euch die Lecksuche mit UV-Licht und Kontrastmittel etwas zu zeigen. Ich bin jetzt hier auf der Seite von Spectroline. Genau das verwenden wir auch. Das gibt es also in verschiedenen Formen und auch Größen. Wir verwenden in aller Regel diese große Packung. Da drückt man hier an der Seite drauf und dann füllt sich hier oben diese kleine Kammer. Dann kann man es ziemlich genau dosieren. In dem Kaltwassersatz, wo ich jetzt dran war, waren eben 120 Kilo, 134 A. Da würde man mit diesen kleinen Dosen hier nicht so weit kommen. Jetzt wollen wir uns aber mal die Lecksuche genau anschauen. Zuerst mal möchte ich mit euch den Unterschied anschauen mit Brille und ohne Brille. Die Brille hat zwei Funktionen. Zum einen schützt sie eure Augen vor dem doch relativ grellen Licht. Vor allen Dingen aber sieht man das Spektrolein wirklich nur gut, wenn man die Brille auch auf hat. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, war also das ungefilterte UV-Licht ohne Brille. Ganz anders sieht es aus, wenn man jetzt also die Brille vor die Handykamera hält, dann sieht man hier ein ganz starkes Leuchten, was man vorher eben nicht gesehen hat. An dem Trockner oder auch hier an diesem Aufkleber, wie auch hier an dem Sammler, sieht man, dass man aufpassen muss. Nicht alles, was grün leuchtet, ist auch eine Undichtigkeit. Besonders Kabelbinder, Teflonbänder, die leuchten alle wunderbar gelb. Unter UV-Licht sind aber keine Undichtigkeiten. In diesem Fall waren ganz viele Bauteile der Anlage mit irgendeinem Kleber verschmiert. Die Undichtigkeit habe ich dann auch gefunden und hier sieht man jetzt sehr schön, wie Kältemittelöl mit Kontrastmittel unter UV-Licht mit einer Brille aussieht. Das hat nämlich so ein richtig neongelbes Licht und nur wenn ihr dieses neongelbe Leuchten seht, nur dann habt ihr auch eine Undichtigkeit gefunden. Ich habe euch die Vorteile, die Nachteile und was man beachten muss, einfach noch kurz aufgeschrieben. Der größte Vorteil ist natürlich, da wo eine Klimaanlage oder Kältenanlage undicht ist, da tritt auch Öl aus und diese Ölspuren können dann eben besser gefunden werden. Klar kann ich mit dem Finger hinlangen, bin mir dann aber nie sicher, ist es Öl, ist kein Öl oder nicht. Und so kann man eben diese Undichtigkeiten finden. Und der ganz große Vorteil ist natürlich, wenn das Spektrolein oder das Kontrastmittel mal in der Anlage ist, dann bleibt es da auch drin. Das heißt, ich kann auch zu einem späteren Zeitpunkt oder bei der VDKF-Lecksuche, jährlich oder halbjährlich, kann ich dann auch die UV-Lampe verwenden. Das heißt, mit diesem UV-Licht habe ich tatsächlich schon viele Undichtigkeiten gefunden, sehr schnell gefunden, sicher gefunden. Ist also wirklich eine sehr gute Möglichkeit. Nachteile gibt es natürlich auch. Wir haben es so bei Neuanlagen, wenn die Verdichter an die Hersteller zurückgehen und die sehen Spektroleinspuren, sagen ganz viele, nee, sorry, das gehört da nicht rein, geben wir keine Garantie. Natürlich gibt es auch Fehleinschätzungen, gerade Kabelbinder, Teflon, Amaflexkleber, solche Dinge muss man aufpassen, dass man sich nicht täuscht. Immer darauf achten, wenn es leuchtet, dann ist eine Undichtigkeit. Natürlich ist Manometer, die Vakuumpumpe, sinnvoll mit Kontrastmittel, muss man beachten. Bei Anlagen, die man dann füllt oder absaugt, ist es noch relativ lange Manometer aus sichtbar. Die Anlage muss eine bestimmte Zeit in Betrieb sein, damit sich das Spektrolein im gesamten Kältekreislauf dann auch verteilt und dementsprechend auch zu finden ist. Regen, Wasser und Hitze zum Beispiel vernichten die Spuren. Ich habe das gerade bei großen Schraubenverdichtern, die werden so heiß, damit das dann nach verbepptem Kleber aussieht und nimmer so leuchtet. Da muss man eben ein bisschen aufpassen. Bei Verflüssigern, die draußen stehen, wird es auch ganz gern weggespült. Und natürlich bei Tageslicht kann man das UV-Licht schlecht sehen, macht es also fast unmöglich. Muss man früh aufstehen oder eben länger in der Firma bleiben. Zu beachten gilt natürlich, ich muss die richtige Menge an Kontrastmittel reinfüllen. Das richtet sich normalerweise nach der Ölmenge der Anlage. Man muss auf den Kältemitteltyp achten. Da gibt es verschiedene Kontrastmittel, auch je nach Hersteller. Wie schon erwähnt, die Laufzeit nach dem Auffüllen der Anlage, dass sich das auch wirklich verteilt. Und ganz wichtig, man muss alle Spuren an der Anlage beseitigen, sonst kommt der nächste, da hängt vielleicht noch ein Tropfen dran und denkt, er hat es gefunden. Dabei ist noch vom Einfüllen. Und natürlich sollte man auch das Werkzeug, den Boden und alles drumherum reinigen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Es gibt bestimmt noch andere Hersteller wie Spectroline, den verwenden wir jetzt eben. Und ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Wichtig ist eine vernünftige Lampe, am besten die eigene von Spectroline und bitte immer eine Brille aufsetzen.